Asylpolitik. Was bedeutet die Einigung der EU-Innenminister? Die SPÖ kommt nicht zur Ruhe. Auch gegen den neuen Chef Andreas Babler wird bereits geschossen. Auch die ÖVP kritisiert den neuen SPÖ-Chef scharf und sieht keinen Grund für Neuwahlen. In der Causa Kikkerleiner rücken die beiden Altkanzler Gusenbauer und Kurz in den Fokus und was die neue Anklage für den amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump bedeutet. Juni. Nach jahrelangem Ringen haben sich die EU-Staaten auf eine Verschärfung der EU-Asylregeln verständigt. Die 27 EU-Innenministerinnen und Innenminister haben gestern in Luxemburg einem dritten Kompromissvorschlag des schwedischen Ratsvorsitzes zugestimmt. Das hat Schwedens Migrationsministerin Maria Malmström-Stenergard mitgeteilt. Der Einigung waren zähe Verhandlungen und viel Kritik vorausgegangen. Nach langen Verhandlungen haben sich die 27 EU-Innenminister auf eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems verständigt. Die Entscheidung wurde am Donnerstagabend mit qualifizierter Mehrheit getroffen. Einige Länder, darunter Polen und Ungarn, wollten dem Kompromiss nicht zustimmen. Das Paket enthält zwei zentrale Neuerungen: Schnellverfahren für Asylwerber an den EU-Außengrenzen. Wer aus einem Land mit geringer Anerkennungsquote kommt, soll künftig schon an der Grenze seinen Antrag stellen müssen. Und den Ausgang des Verfahrens einige Wochen oder Monate lang in einem gesicherten Auffanglager an der Grenze abwarten. Abgelehnte Asylwerber würden dann direkt wieder ausgeflogen, ohne in die EU eingereist zu sein. Die Regierungen erhoffen sich einen Abschreckungseffekt. Das Verfahren soll Migranten davon abhalten, sich überhaupt auf den Weg Richtung Europa zu machen. Solidaritätsmechanismus. Eine Zwangsverteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas soll es nicht geben, weil sich einige osteuropäische Länder weigern, Mittelmeerflüchtlinge aufzunehmen. Aber kein Staat soll sich dem neuen Solidaritätsmechanismus entziehen können. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen möchte, muss stattdessen eine Ausgleichszahlung leisten, um den Mittelmeerstaaten zu helfen. Es sind einzelne Staaten, gerade im Osten der EU, sehr stark belastet, andere nicht. Und wir müssen zu einer besseren Verteilung kommen. Und deswegen braucht es dieses gemeinsame Signal. Und mein Verständnis zumindest bislang, was die Diskussionen betrifft, ist dieses gemeinsame Verständnis zumindest da. Und das könnte eine Chance geben auf Einigung, aber nicht um jeden Preis. Die Verhandlungen zogen sich dennoch bis in den Abend hin. Polen und Ungarn signalisierten gleich zu Beginn, dass der Kompromiss inakzeptabel sei. Spanien und Frankreich schienen den Kompromiss mitzutragen, aber Italien, Griechenland und Malta meldeten zunächst Bedenken an. Ihnen reichte die Unterstützung der anderen Staaten noch nicht aus. Da sie die neuen Auffanglager an den Grenzen einrichten und betreiben sollen, fürchten sie, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Die Einigung war auch deshalb wichtig, weil im Juni 2024 die Europawahl ansteht und die ungelöste Asylfrage nicht den Wahlkampf dominieren sollte. Die anstehenden Verhandlungen mit dem Europaparlament sollen im Idealfall nun bis Jahresende abgeschlossen werden. Dann könnten die Gesetze noch vor der Wahl beschlossen werden. Sonst könnten veränderte politische Kraftverhältnisse Neuverhandlungen nötig machen. Wir blicken in die Ukraine. Seit vielen Wochen ist darüber spekuliert worden, nun scheint es ernst zu werden. Im Ukraine-Konflikt soll die Ukraine ihre Gegenoffensive gegen den russischen Aggressor begonnen haben. Die Ukraine hat am Donnerstag ihre lang erwartete Gegenoffensive gegen Russland begonnen, wie Beamte aus Kiew erklärten. So sollen Soldaten mit Hilfe von Panzern einige Verteidigungslinien durchbrochen und dabei an Boden um die zerstörte Stadt Bakhmut gewonnen haben. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zeigte sich besorgt und forderte neue Soldaten an. Laut inoffiziellen, aber pro-ukrainischen Quellen heißt es, dass die südöstliche Front der Ukrainer aktiver wird und es gebe bereits unbestätigte Bilder und Berichte, dass die neuen modernen ukrainischen Leopard 2 Panzer aus deutscher Produktion an der Offensive beteiligt seien. Nach Angaben russischer Streitkräfte wurde am Donnerstagmorgen eine Offensive der ukrainischen Armee im Süden abgewehrt. Heute um 1.30 Uhr morgens hat der Feind in der Region Saporischschja versucht, unsere Verteidigung zu durchbrechen mit ihrer 47. Brigade mit bis zu 1.500 Mann und 150 gepanzerten Fahrzeugen.
In allen vier Richtungen ist der Feind gestoppt und zieht sich mit schweren Verlusten zurück. Nach einer zweistündigen Schlacht hat der Feind 30 Panzer, 11 Kampffahrzeuge und bis zu 350 Mann verloren, erklärte Verteidigungsminister Sergei Shoigu. In der Region befindet sich das gleichnamige Atomkraftwerk, das größte in Europa. Dieses hatten die russischen Truppen zu Beginn ihrer Offensive im Frühjahr 2022 unter ihre Kontrolle gebracht. Weiter geht's in den USA. Mitten im Wahlkampf für die US-Präsidentschaftswahlen 2024 wird der frühere US-Präsident Donald Trump mit einer neuen Anklage konfrontiert. Bisher ist die Anklageschrift noch versiegelt, also noch nicht öffentlich. Auch Trump selbst hat sie seinem Anwalt zufolge noch nicht bekommen. Stattdessen habe Trump eine Vorladung erhalten, die Formulierungen enthalte, die auf 7 Anklagepunkte hindeuten soll. Das hat Jim Trusty gesagt, der Anwalt von Donald Trump. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist offensichtlich erneut von der US-Justiz angeklagt worden. Seine Anwälte seien über den Vorgang, der offenbar mit den Ermittlungen zu der Affäre um geheime Regierungsdokumente zu tun habe, unterrichtet worden. Das schrieb Trump am Donnerstag auf dem von ihm mitbegründeten Portal Truth Social. Trump beteuerte seine Unschuld und nannte die Regierung seines Nachfolgers Joe Biden korrupt. Die Bundespolizei FBI hatte Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida im August durchsucht und diverse Verschlusssachen beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dadurch, dass der Republikaner die Unterlagen lange nach seinem Abschied aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrt hatte, könnte er sich strafbar gemacht haben. Das Nationalarchiv versuchte monatelang von Trump Papiere aus dessen Amtszeit zu bekommen. Zwar hatten Trumps Anwälte schließlich Dokumente übergeben, aber längst nicht alle, wie sich bei der FBI-Durchsuchung des Anwesens Mar-a-Lago herausstellte. Die korrupte Biden-Regierung hat meine Anwälte darüber informiert, dass gegen mich Anklage erhoben wurde, anscheinend wegen des Schwindens von angeblichen Geheimdokumenten in Kisten, schreibt Trump, ohne klarzumachen, wer sein Team genau kontaktiert hatte. Er sei vorgeladen worden und müsse am Dienstag um 15 Uhr vor Gericht in Miami erscheinen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass so etwas einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten passieren würde, schreibt er weiter. Er fügte hinzu, ich bin ein unschuldiger Mann, es handle sich um einen dunklen Tag für die USA. Trump war bereits in New York im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar angeklagt worden. Gegen ihn laufen aber noch weitere Ermittlungen. Alle Augen waren zuletzt auf den Fall in New York gerichtet, der zur ersten Anklage eines Ex-Präsidenten wegen einer Straftat in der US-Geschichte führte und in dem er auf nicht schuldig plädierte. Im Bundesstaat Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Trump, außerdem wegen möglicher Wahlmanipulation. In einem anderen Fall wurde Trump schon belangt, zumindest indirekt. Sein Immobilienkonzern wurde in New York unter anderem wegen Steuerbetrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Ex-Präsident war dabei nicht persönlich angeklagt gewesen. Zurück nach Österreich. Andreas Babler will als neuer Chef der SPÖ die Sozialdemokratie wieder in die Regierung führen und mit Emotion, Leidenschaft und einer Perspektive auf Veränderung Kanzler werden. Was er definitiv nicht möchte, ist eine Koalition mit der FPÖ und scheinbar auch nicht mit der ÖVP. Innerhalb der SPÖ lautet das Motto unter dem neuen Chef Babler Einigkeit. Doch nur wenige Stunden nach der Bestätigung von Andreas Babler als SPÖ-Chef gibt es bereits wieder kritische Stimmen aus der eigenen Partei. Kaum war SPÖ-Chef Andreas Babler nach der blamablen Auszählungspanne in den Chefsessel gehievt worden, ging es schon wieder los. Die Westachse schlug die ersten Pflöcke ein. Die Chefs im Westen, Ausnahme war vor Adelberg, standen bekanntlich geschlossen hinter Hans-Peter Doskozil. Der Salzburger SPÖ-Vorsitzende David Egger legte im Profilinterview los. Er erwarte sich eine breite Einbindung des Doskozil-Lagers durch Andreas Babler.
Es können nicht nur Funktionäre aus Wien und der Gewerkschaft in der Parteizentrale Löbelstraße oder in den Büros des Parlamentsklubs sitzen. Die Landesparteien sollten hier gut repräsentiert sein, sagt er. Auch Bablers Versprechen einer 32-Stunden-Woche sieht Egger nicht als Parteilinie. Dornauer wiederum gab ein klares Bekenntnis zur Koalition mit der ÖVP auch auf Bundesebene ab. Er regiert in Tirol mit den Schwarzen. Außerdem will er einen klaren Migrationskurs. Am selben Tag kam auch gleich eine Replik Bablers Impuls 4 Interview. Ich kann jetzt nicht viel anfangen mit Georg Dornauers Aussage, ich wüsste nicht einmal, wo ich ansetzen soll, was seine Migrationspolitik ist. Es müsse eine sozialdemokratische Migrationspolitik geben. Der vielbeschworene Einklang innerhalb der Partei sieht anders aus. Am Mittwoch stellte Babler auch seine ersten Pläne zur Demokratisierung der Partei im Präsidium vor. Zwar herrschte eine gute Stimmung, dennoch wurden erste Bedenken gegenüber direkt demokratische Elemente bei einer Statutenreform betreffenden Wahl des Vorsitzenden und Abstimmung eines Koalitionsprogramms geäußert. Damit schaffen wir die Gremien ab. Das muss man wissen, so ein Teilnehmer. Auch die ÖVP begrüßt den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler mit scharfer Kritik. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker hat bezüglich Babler etwa gesagt, mit Babler ist die Sozialdemokratie ganz an den linken Rand gerückt. Für Stocker ist daher fraglich, ob die SPÖ ein verlässlicher Partner sein kann. An vorgezogene Neuwahlen denke die ÖVP laut Christian Stocker aber dennoch nicht. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker hat den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz mit scharfer Kritik begrüßt. Mit Andreas Babler ist die Sozialdemokratie ganz an den linken Rand gerückt und ist sich offensichtlich über wesentliche Dinge nicht klar, so wie sich auch der Vorsitzende dieser Partei ja gar nicht klar ist, ob jetzt ein Marxist ist oder doch nicht, ob die EU ein Angriffsbündnis ist, ob das Bundesheer abgeschafft werden soll, welche Migrationspolitik nun in der SPÖ mehrheitsfähig ist und welche Linie die SPÖ in diesem wichtigen Thema hat. Er ist sich auch nicht klar, ob die Ukraine-Hilfe fortgesetzt werden soll. Er weiß nicht einmal, wie die Telefonate mit seinen Mitarbeitern ablaufen. Und bei der 32-Stunden-Woche schafft er keine Parteilinie, die einheitlich ist. Aus all dem ist abzuleiten, dass es sehr fraglich ist, ob die SPÖ in Zukunft ein verlässlicher Partner sein kann. Und ein Zeichen der Abgehobenheit ist für mich auch, dass Andreas Babler der Volkspartei ausrichtet, bevor er sich Gedanken macht, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, soll die Volkspartei koalitionsfähig werden. Ich glaube, er wäre gut beraten, sich darum zu kümmern, dass die SPÖ regierungsfähig wird. Habe Herbert Kickl die FPÖ an den rechtesten Rand des rechten Spektrums geleitet, habe die SPÖ mit ihrem neuen Vorsitzenden die politische Mitte verlassen und sich an den äußersten linken Rand begeben, meinte Stocker. Koalieren könnte die ÖVP dennoch mit beiden. Für uns ist klar, dass wir dieses Land regierungsfähig halten wollen. Und letztlich ist es so, dass der Wähler entscheidet, welche Partei Vertrauen bekommt und welche Mehrheiten sich ausgehen. Und bei diesen Mehrheiten ist jede Partei aus meiner Sicht verpflichtet, Gespräche zu führen, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt, wie groß oder wie klein der immer ist, weil die Alternative, und das bitte ich zu berücksichtigen, wäre permanente Neuwahlen. Und das kann keine Alternative sein. An einen vorgezogenen Urnengang denkt die ÖVP jedenfalls nicht, versichert. Der Multimilliardär René Benko verkauft die Möbelkette Kikaliner. Sein Unternehmen, die Signa Holding, macht damit einen Gewinn von 300 Millionen Euro. Nun verlieren aber 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kikaliner ihre Jobs. Zum Wesen der Politik zählt es ja, dass bei größeren Pleiten große Reden geschwungen werden. Mitunter wird auch die Mitverantwortung hin und her geschoben. Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler hat das Kikaliner-Drama ins Visier genommen. Ein Konter der ÖVP hat nicht lange auf sich warten lassen.
23 Kikaliner-Filialen sollen nach dem Verkauf durch die Signa-Gruppe des Tiroler Investors und Multimilliardärs René Bengo geschlossen werden. Über 1.900 Menschen verlieren ihre Jobs. Die Signa-Gruppe selbst soll 300 Millionen Euro Gewinn machen. Schon die Übernahme von Kikaliner durch Bengo hatte einen bitteren Beigeschmack. Der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz soll sich bereits Ende 2017 für Bengos Einstieg in den österreichischen Möbelmarkt eingesetzt haben. Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler hatte am Dienstag in seiner ersten offiziellen Rede als SPÖ-Vorsitzender auch die aktuell brisanteste Wirtschaftskausa angesprochen. Bekanntlich würden 1.900 Mitarbeiter des Kurzfreundes Bengo, wie Babler den Unternehmer nannte, ihre Jobs verlieren. Auch diese Mitarbeiter sind keine Bittsteller, betont Babler. Am Mittwoch kam dann eine Nachricht auf Twitter von der ÖVP. Der ÖVP-Generalsekretär Stocker meinte, Babler soll bitte dringend wegen Kikaliner mit seinem Genossen und Vorgänger als SPÖ-Chef Gusenbauer reden, der Beirat von Bengos Signa Holding und Aufsichtsrat mehrerer Signa-Firmen ist. Garniert wurde das Posting mit einem alten kommunistischen Slogan. Klar ist wie immer, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Zum einen war es Kurz, der als Kanzler im Juni 2018 bei der Übernahme von Kikaliner durch Bengo mitmischte, um angeblich 5.000 Arbeitsplätze zu sichern. Zum anderen sollen die engen Bande zwischen Bengo und Kurz nach wie vor bestehen. Die Krone empfiehlt der ÖVP jedenfalls, im neuen Kurz-Büro an der Wiener Ringstraße nachzufragen. Wie oft waren Bengo und Kurz in den letzten Monaten geschäftlich unterwegs? Und ist es korrekt, dass Kurz nicht immer Linie flog, sondern auch im luxuriösen Signa-Chat des Tirolers Platz nehmen durfte? Alfred Gusenbauer nimmt sowohl bei Signa als auch bei der Strabag als Präsident wesentliche Aufsichtsratsfunktionen wahr. Strabag-Gründer Hans-Peter Haselsteiner ist maßgeblicher Signa-Investor. Als entscheidender Signa-Geldgeber gilt in Österreich die Raiffeisen-Bankengruppe, die der Signa-Gruppe laut Spiegel in Summe etwa 2 Milliarden Euro geborgt haben soll. Zum Raiffeisenreich gehören auch Medienbeteiligungen wie etwa der Kurier. Aufzeichnungen der Europäischen Zentralbank, der EZB, bestätigen, gab es von 2013 bis 2014 innerhalb eines Jahres 500 Bankomaten mehr, stagniert die Anzahl seither mehr oder weniger. Und das nicht nur bei Bankfilialen im ganzen Land, sondern auch in Einkaufszentren, bei Dienstleistern und in Supermärkten. Noch sei Österreich aber im Europavergleich mit relativ vielen Bankomaten ausgestattet. Aber wieso hängen wir Österreicher eigentlich so am Bargeld? Wir haben bei einer Expertin nachgefragt. Österreich ist ein Land der Bargeldzahler. Während andere Länder Card-only praktizieren, heißt es in Österreich teilweise sogar Cash-only. Warum hängen wir so am Bargeld? Das wollten wir von Finanzmathematikerin und Investorin Larissa Krawitz wissen. Das hat mehrere Gründe. In Deutschland ist es ähnlich. Da ist die Affinität zu Bargeld ähnlich hoch. Und das ist ein bisschen eine historisch bedingte Angst vor der Geldentwertung. Aber es geht natürlich auch um die Anonymität, dass man sagt, Menschen in Österreich wollen nicht von Datenkraken quasi auch bei ihren Einkäufen verfolgt werden. Die EU diskutiert allerdings eine Bargeld-Obergrenze. Bei 7.000 Euro soll diese liegen, wenn es nach dem EU-Parlament geht. Auch eine Bargeldabschaffung steht immer mal wieder im Raum. Also jene, die Bargeld abschaffen wollen, wollen vor allem Steuerhinterziehung entgegenwirken. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die dann davor Angst haben, dass, wenn es kein Bargeld gibt, die Kontrollmöglichkeiten des Staates, aber auch von Finanzinstitutionen einfach zu sehr ins Privatleben gehen. Und man muss auch bedenken, es gibt gute Gründe, einmal etwas anonym kaufen zu wollen. Zum Beispiel, wenn eine Ehefrau sich von ihrem Ehemann trennen möchte und vielleicht nicht will, dass er vor der Trennung sieht, wofür sie ihr Geld ausgibt. Auffallend ist jedenfalls, dass es immer weniger Bankomaten gibt. Bereits ein Schritt, um den Menschen das Bargeld abzugewöhnen? Es ist ja praktisch, zum Beispiel auch als Zentralbanksystem, wenn man all diese Daten zur Verfügung hat. Man kann das Finanzsystem dadurch besser überwachen. Aber natürlich muss man immer abwägen,
Welche Überwachungsrechte hat der Staat und welche Rechte auf Privatsphäre hat die Bürgerin und der Bürger? Geht es um die Bargeldabschaffung, so kommt bei vielen sofort die Angst der Totalüberwachung auf. Gerade wenn wir in Richtung Zentralbank, digitale Zentralbankwährungen gehen, wir müssen einfach einen Blick nach China werfen. Technisch ist es schon möglich und wir wissen ja nicht, wer in 5, 10 oder 20 Jahren bei uns in der Regierung sitzt, im EU-Parlament, auf der EU-Kommission sitzt. Und deswegen haben eben einige Bürgerinnen und Bürger Angst vor diesen technologischen Möglichkeiten der Kontrolle. Doch auch abgesehen von dieser Angst ist das vollkommene Zahlen ohne Münzen oder Scheine mit ernstzunehmenden Risiken verbunden. Es muss nicht unbedingt ein Blackout sein. Es kann ja auch einfach ein Cybersecurity-Problem sein oder ein technisches Problem von Bankomaten. Das gab es in den letzten Jahren immer wieder, dass zum Beispiel flächenmäßig Bankomaten ausgefallen sind oder auch Zahlungssysteme. Diese können ausfallen. Solange es noch möglich ist, ist also eine Bargeldreserve zu Hause definitiv kein Fehler. Generell kann der Euro aber als sichere Währung eingestuft werden. Ja, er ist eine der sichersten Währungen auf der Welt. Aber natürlich gibt es Risiken. Die sind jetzt mit der großen Inflationswelle auch schlagend geworden. Wer dem Euro dennoch nicht traut, für den ist vielleicht Gold das Richtige. Eine Investition in das Edelmetall scheint laut der Finanzmathematikerin auch jetzt noch Gewinne zu versprechen. Es gibt sehr viel researchmäßig, das darauf hindeutet, dass Gold auch langfristig einem Positivtrend unterliegt. Einer der Hauptfaktoren ist, dass Gold selbst immer schwieriger zu schürfen wird. Goldknappheit steigt. Es gibt sehr viele Fortschritte im Bereich des Recycling-Gold. Das ist sehr spannend auch für jene, die sagen, ich möchte mein Gold nachhaltig beziehen. Und vor allem eine sehr starke Nachfrage aus dem asiatischen Raum. Die wachsende asiatische Mittelschicht hat eine große Nachfrage nach Gold, die sich natürlich auch global äußert. Andere Metalle als Gold, man muss hier bedenken, dass sie in Österreich einen Steuernachteil haben. Andere Metalle als Gold sind sehr schwierig zu beurteilen. Das heißt, gerade am Anfang eher bei Gold bleiben und eher vorsichtig sein. Andere Metalle können sehr, sehr volatil sein und haben eben einen großen Steuernachteil. Ja, eher weniger goldig sind die Wetteraussichten, die ich jetzt noch für Sie habe. Letzte gewitterige Regenschauer klingen heute Nacht bald ab und in der Folge geht es aufgelockert bewölkt und trocken mit dem Wetter bis zum Morgen weiter. Die Tiefstemperaturen in der kommenden Nacht liegen zwischen 8 und 16 Grad. Der morgige Samstag startet zunächst mit Sonnenschein, vor allem im Westen und Süden. Vom Berg- und Hügelland ausgehend werden die Quellwolken dann im Tagesverlauf wieder mächtiger und mit ihnen steigt die Schauer- und Gewitterneigung wieder deutlich. Vor allem im östlichen Flachland, am Alpenostrand sowie im Südosten Österreichs ist wieder mit zum Teil kräftigen Regenschauern und auch mit Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen morgen Samstag liegen zwischen 21 bis 24 Grad. Und am Sonntag kommen von Norden zunehmend stabilere Luftmassen nach Österreich. Damit beruhigt sich das Wetter auch langsam. Nach Auflösung von Restwolken von der Nacht startet der Tag häufig sonnig. Über den Alpengipfeln sowie verbreitet im Süden und Südosten muss jedoch erneut während der Nachmittagsstunden mit Regenschauern und auch mit Gewittern gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Sonntag zwischen 20 bis 25 Grad. So viel zum Wetter. Das waren die Kronen-News an diesem Freitag. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.